Dieser Balken hier mit diesen fünf Fleischerhaken, der ist von Hitler 1942 für diese Gruppe, die die Gestapo Rote Kapelle nannte, angebracht worden. Sein Ziel war eine private Rache. Der wollte nur, dass die leiden. Meine Eltern hatten viele Freunde und oft fielen Worte wie Widerstand und Rote Kapelle. In der Schule tuschelten einige, wenn der Name meines Vaters fiel. Und wir hörten so etwas wie Spionage und Landesverrat, Zuchthaus und Gefangenschaft. Erst später konnte ich die Geschichte von Günther und Joy in all ihrer Tiefe begreifen. Ihren Mut, ihre Verzweiflung, ihre Konsequenz und Gradlinigkeit. 42. September, 26. September. Das war mein dunkelster Tag. Ab September 1942 werden über 140 Mitglieder der Roten Kapelle von der Gestapo verhaftet. Es ist furchtbarer Ernst geworden. Ich wundere mich, dass ich sehr ruhig und gefasst bin, mit den Beamten einen kleinen Witz machte und an dich, meine Schicksalsfrau, dachte. Muss ich sterben, so werde ich tapfer und schweigsam sterben. Es ist Krieg. Die einen fallen in Stalingrad, die anderen in Plötzensee.